So, jetzt haben wir noch ein paar weitere Veranstaltungstipps für euch. Und zwar findet morgen, den 13. Oktober, der Frauenwirtschaftstag in Freiburg statt. Das Ganze beginnt um 13.30 Uhr im historischen Kaufhaus am Münsterplatz und endet dort um 18.30 Uhr. Frauen mit Migrationshintergrund können sich hier von Expertinnen zu verschiedensten Themen rund um den beruflichen Einstieg beraten lassen. Mehr Infos hierzu findet ihr unter www.frauundberuf.freiburg.de. Außerdem gibt es einen Workshop für Ehrenamtliche in Freiburg anzukündigen. Schwerpunktthema ist sexualisierte Gewalt im Krieg als Thema in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Also einfach, was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, dass jemand Schreckliches erlebt hat? Um diese und um weitere Fragen geht es im Tagesseminar. Die Teilnehmer sollen über den aktuellen Stand zum Thema informiert werden, einfach Hintergrundwissen bekommen und vor allem auch praktische Übungen zur Selbstfürsorge mitnehmen. Angeboten wird das von Amica e.V. und der Fabrik Freiburg. Der Workshop findet am 29. Oktober in der Habsburger Straße 9 in Freiburg statt und geht von 10 bis 17 Uhr. Die Teilnahme ist zwar kostenfrei, anmelden müsstet ihr euch aber trotzdem, und zwar spätestens bis zum 15. Oktober. Genau, alles Weitere findet ihr unter www.amica-ev.org. Und dann zum Schluss noch eine weitere Veranstaltung, die ist von der Amnesty International Stadtgruppe organisiert. Und zwar laden sie euch zu einer Lesung mit Diskussion zu dem Thema Therapie nach Flucht und Trauma ein. Humam Mirafati ist ehemaliger Flüchtling aus dem Iran und wird aus seinem Buch Verlorene Sterne vorlesen. Darin erzählt er seine Geschichte von Kriegserfahrungen, Inhaftierung, Folter, Verfolgung und Flucht. Im Anschluss daran gibt es dann noch ein Input-Referat von Angelika Rees. Sie ist Diplompsychologin am PAMF in Freiburg und arbeitet mit traumatisierten Menschen. Die Matinee findet am Sonntag, den 13. November um 12 Uhr im Jos-Fritz-Café in Freiburg statt. Und jetzt fasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen. Also morgen im historischen Kaufhaus um 13.30 Uhr Frauenwirtschaftstag. Dann am 29. Oktober der Workshop für Ehrenamtliche in der Fabrik in Freiburg. Und am 11. November um 12 Uhr lädt Amnesty zur Lesung und Diskussion zum Thema Therapie nach Flucht und Trauma im Jos-Fritz-Café ein. Also alles schon mal im Kalender vormerken. Ja, das war Amnesty Aktuell, die monatliche Radiosendung der Hochschulgruppe in Freiburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt einen tieferen Einblick in unsere Arbeit hier in Freiburg erhalten. Charlotte und ich bedanken uns fürs Zuhören, verabschieden uns für heute und freuen uns, euch vielleicht bei einer der kommenden Veranstaltungen der Hochschulgruppe zu sehen. Bis zum nächsten Mal!